Hey Kumpel, wie du wahrscheinlich schon erraten hast, begrüße ich dich aus dem Land Down Under, wo die Leute mit Plastikgeld bezahlen, einige Fische über 300 Millionen Jahre alt sind und Kakerlaken eine große Sache sind. Du solltest jetzt besser zuhören, sonst kommt dich mein Freund der Tropfenbär holen, wenn es ihn nur geben würde. Erstens, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie riesig Australien ist, stell dir Folgendes vor. Dort gibt es eine Rinderfarm namens Anna Creek Station, die größer ist als Israel. Mit einer Fläche von 2.367.800 Hektar ist sie die größte arbeitende Rinderfarm der Welt und 7-mal größer als die größte Farm Amerikas, die sich in Texas befindet. Zweitens, du hast vielleicht schon eine Menge seltsamer eBay-Angebote gesehen, aber ein Typ aus Australien übertrifft sie alle. Im Jahr 2006 versuchte er, Neuseeland zu einem Startpreis von 1 Cent zu verkaufen. Es eskalierte schnell, aber als der Preis mit 22 Bietern bei $2.100 stand, schloss eBay die Auktion. Sie erklärten, dass eine Nation von 5 Millionen Menschen definitiv nicht zum Verkauf steht. Drittens, wenn du über 18 Jahre alt bist, dann bist du legal alt genug, um in Australien wählen zu gehen. Das solltest du auch, denn wenn du eine Abstimmung ohne triftigen Grund verpasst, kostet dich das zwischen $20 und $50. 20 kostet es das erste Mal und wenn du es wieder tust, steigt es auf 50. Und wenn du dich weigerst, die Strafe zu zahlen, dann kannst du dich von deinem Führerschein verabschieden. Viertens, wonach sieht das Sydney Opera House für dich aus? Nach einem Haufen Segel? Tatsächlich wurde der Architekt, der es entworfen hatte, von einer Orange inspiriert. Wenn man die Segmente zusammensetzt, wäre es eine perfekte Kugel. Der dänische Architekt Jørn Utzon konnte sein Meisterwerk nie in Vollendung sehen, weil er in sein Land zurückkehren musste, nachdem die Finanzierung nach 9 Jahren Arbeit eingestellt wurde. Fünftens, es gibt 150 verschiedene Riesen im Land verteilt. Riesige Pilze, Eicheln, Ameisen, das boxende Krokodil und was sonst noch entlang der Straßen aufgestellt wurde, um Touristen anzulocken. Es ist wirklich schwer, dieser riesigen Käsestatue zu widerstehen und nicht anzuhalten, um ein Selfie mit ihr zu machen. Manche Leute machen extra Roadtrips, um sich mit all den großen Dingen Australiens zu fotografieren. Sechstens. Normalerweise zeigen Verkehrsschilder an, was erlaubt ist und was nicht. In Australien aber gibt es Schilder zur Unterhaltung der Fahrer, weil einige Straßen so lang und eintönig sind. Es werden Bilder der lokalen Fauna oder Quizfragen gezeigt. Das soll dich wachhalten und kann so dein Leben retten, weil es dich vor dem Sekundenschlaf bewahrt. Siebtens. Was könnte besser sein als ein Quiz, um dein Leben zu retten? Der Sicherheitsgurt natürlich. 1970 führte der australische Bundesstaat Victoria als erster der Welt das Sicherheitsgurtegesetz für Fahrer und Beifahrer ein. Achtens. Die Amerikaner waren zwar diejenigen, die die Marke UGG patentierten, aber die legendären Stiefel kommen tatsächlich aus Australien. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts tragen Bauern und Bäuerinnen Schaffell, das als Stiefel nach außen gedreht wird. Die Einheimischen nennen sie zwar sehr hässliche Stiefel, aber tragen sie trotzdem draußen und auch drinnen. Aber warum drinnen? Naja, wenn es draußen richtig kalt ist, sind die Häuser drinnen auch ziemlich kalt, aber die UGGs halten sie warm. Neuntens. Seit 1988 wird australisches Geld aus Polymer, einer speziellen Art von Kunststoff, hergestellt. Australien ist das erste Land der Welt, das Plastikgeld einführte. Es ist praktischer, weil es im Vergleich zu Papierbanknoten länger in gutem Zustand bleibt. Ein cooler Fakt über die Plastikscheine ist, dass wenn man einen 10-Dollar-Schein in 2 Teile zerreißt, man jede Hälfte als 5-Dollar-Schein verwenden kann. Zehntens. Australien ist ein so toller Ort, dass mindestens 70 Touristen jede Woche ihre Visa überschreiten. Nach Angaben des australischen Innenministeriums gibt es mindestens 62.000 Menschen, die für einen Urlaub ins Land kamen und für immer blieben. Es könnten die wirklich guten Gehälter und Sozialleistungen sein, die auffallende Schönheit des Landes oder etwas im Wasser, das sie dazu bringt, Australien gegenüber ihren Heimatländern vorzuziehen. Elftens. In Australien sind Leih dir eine Oma-Dienstleistungen sehr beliebt. Worin besteht der Unterschied zwischen einer normalen Oma und einer professionellen Oma?
Die erste kümmert sich um deine Kinder, aber die zweite kümmert sich um alles im Haushalt. Genau wie manch echte Oma passt sie auf die Kinder auf, auch auf die Tiere, kocht, hilft bei der Organisation von Veranstaltungen und könnte sogar deine persönliche Assistentin sein. Es gibt immer eine 60-Tage-Testphase. Wenn die Chemie nicht stimmt, bekommst du eine andere Oma. 12. Der super verbreitete australische Name Kylie leitet sich vom Namen eines Jagdstocks der Aborigines Noongar ab, also so etwas wie ein Bumerang. Der Name wurde in den 1970er Jahren populär, dank der lokalen Schriftstellerin Kylie Tennant, die eigentlich Kathleen hieß, aber ihren Spitznamen aus der Kindheit Kylie als Pseudonym benutzte. Übrigens, der beliebteste Mädchenname in Australien seit 3 Jahren ist Charlotte, wegen der Tochter von Prinz William. 13. Australien ist die Heimat des längsten Golfplatzes der Welt. Nullarbor Links ist ein 18-Loch-Par-72-Golfplatz, der 1368 Kilometer lang ist. Er erstreckt sich entlang der beiden südlichen Küstenstaaten und wurde 2009 eröffnet. 14. Die erste Polizeitruppe Down Under bestand ausschließlich aus Sträflingen. 1788 entschied Gouverneur Arthur Phillip, dass das Land jemanden braucht, der bei der Bekämpfung der wachsenden Kriminalität hilft, und gründete die Nachtwache. 12 der am besten erzogenen Sträflinge wurden ausgewählt, um die Siedlung zu überwachen. Einige andere Häftlinge wurden Mitglieder der Sydney Food Police, also der Polizeistreife. In den kommenden 30 Jahren gab es über 60 Polizisten in Sydney, die meisten von ihnen waren Häftlinge. 15. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier der Sydney Harbour Bridge 1932 gab es einen lustigen Vorfall. Francis de Groot war ein pensionierter Kavallerieoffizier und er beschloss, die Show zu sabotieren, indem er mit seinem Schwert noch vor dem New South Wales Premier Jack Lang das zeremonielle Band durchschnitt. De Groot wurde deswegen angeklagt und der arme Kerl kam in eine Nervenklinik. 16. Die australische Fußballnationalmannschaft stellte 2001 einen Weltrekord auf, als sie amerikanisch Samoa 31-0 besiegte. Es war das Qualifikationsspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft 2002 und brachte den Aussies den größten Sieg aller Zeiten in einem internationalen Fußballspiel. 17. Auch wenn es sehr einfach ist, Kängurufleisch in Supermärkten und Restaurants im ganzen Land zu finden, ist es nicht das, was die Australier die ganze Zeit essen, trotz der allgemeinen Meinung. Aber Fakt ist, dass rund 3.300 Tonnen, das entspricht 70% der Gesamtproduktion, in 60 Länder exportiert werden. 18. Der Wombat ist das einzige Tier der Welt, das würfelförmig kackt. Experten glauben, dass es zur Markierung ihres Territoriums dient, weil es nicht wegrollen kann. Andere meinen, dass es an ihrem trockenen Lebensraum liegt. Ich denke, es liegt daran, dass sie einen quadratischen Dickdarm haben, aber was weiß ich schon. 19. In Australien findest du das einzige lebende Exemplar aus der Triaszeit vor über 350 Millionen Jahren. Es sind die Lungenfische. Das sind die einzigen Fische, die in trockenen Zeiten, wenn nicht genügend Wasser in den Bächen ist, mit ihrer Lunge Luft atmen können. Der Fisch hat sich in den letzten 110 Millionen Jahren kaum verändert, so ähnlich wie Rootbeer oder Pils. 20. Der berühmte australische Tropfenbär ist eigentlich nur eine Geschichte für Touristen. Es ist eine räuberische, riesige Version des Koalas, der dich während deiner Reise aber nicht angreifen wird. Du brauchst dir also keine Gabel ins Haar stecken, Vegemite hinter die Ohren schmieren oder mit australischem Akzent sprechen. Aber das sind Tipps, mit denen du das Monster vertreiben könntest. 21. 1979 verhängte die Stadt Esperance in Westaustralien eine Geldstrafe von $400 für das Verschmutzen eines öffentlichen Parks. Trümmer aus der Raumstation Skylab landeten zufällig dort. Die NASA weigerte sich aber, die Strafe zu zahlen. Und das mehr als 30 Jahre lang. 22. In New South Wales brennt seit über 5500 Jahren ein Feuer. Es ist ein Kohlenfeuer, das sich 30 Meter unter dem Wingenberg erstreckt. Wingen nannten die Ureinwohner Feuer und sie benutzten es zum Kochen, für Wärme und so weiter. 23. Jedes Jahr findet die Weltmeisterschaft im Kakerlakenrennen in Brisbane statt. Das erste fand 1982 statt und seitdem ist es zu einem großen Hit geworden.
Falls du dich jemals entscheiden solltest, daran teilzunehmen, kannst du deine eigene Kakerlake mitbringen oder dort eine kaufen. 24. Australier neigen dazu, Spitznamen für alles zu erfinden. Aussie ist die Abkürzung für Australier. Brissy ist Brisbane. Foodie ist Football. G'day für Good Day. Arvo ist Afternoon. Und Barbie ist das Barbecue. Denk daran, wenn du Australia besuchst. Ja, so nennen sie ihr eigenes Land. 25. Australien hätte niederländisch sein können, denn der Niederländer Abel Tasman entdeckte Australien 1642, also über 100 Jahre vor James Cook, der erst 1770 kam. Aber die Briten übernahmen das Land und Jahrzehnte später wurde aus New Holland Terra Australis und schließlich Australien. Abel Tasman aber ließ die Inselnation Tasmanien nach sich benennen. Welche der Fakten klingen für dich am verrücktesten? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Like und teile es mit einem Freund. Aber hey Kumpel, pack noch nicht deine Koffer für Down Under. Wir haben noch viel mehr coole Videos über andere Länder, die dich interessieren werden. Klicke einfach auf das linke oder rechte Video, lehn dich zurück und erfahre mehr über die Welt. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.